Willkommen zurück zu der nächsten Folge Alpine Stars. Ja, wir haben, glaube ich, gut geschlafen. Und Leon, ich glaube, Susi hat heute Morgen einen guten Tee gekocht, ne? Moin, Ja. moin, Susi. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Susi, ich glaube, wir fahren jetzt zum Händler, dass du Ja. deine neue Motorhaube kriegst und Leon, wir gehen dann shoppen. Ja. Habt ihr etwas in Rosa oder möchtet ihr den mal hinten dran nehmen? Was, Rosa? Shopping Queen? Lass uns den mal hin dran nehmen. Susi nimmt den Glas. Okay. Alles klar. Das Kriegen geht wir hin. schief. Ich fahre mit meinem Mahindra mit. Sicher ist sicher. Das letzte Mal hat es eine Motorhaube gekostet. Ich nehme das Tja, Glas. gut, ich fahre bei dir mit. Nicht bei der Susi. Du sollst doch den Mahindra fahren, Markus. Ich komme. Erscheinen würde mir durchaus reichen. Gott sei Dank hat er trocken gestanden. Ja, das Licht will halt Achtung! auch nicht mehr so seit. Achtung, wenn ihr da um die Ecke fahrt. Kann ja nur einer sein. Sonst brauchst du mehr als eine neue Motorhaube. Guten Morgen, Herr Tag. Meier. Guten Morgen. Morgen. Ich hab hier eure Seemaschine noch. Soll ich die da hinten wieder in die Ecke stellen, in den Schuppen? Richtig. Ist gereinigt und vollgetankt wieder. Jawohl, stellst du wieder in den Schuppen rein. Alles klar, gut. Dann bis später. Bis später. Immer im Weg rumstehen hier. Na, dann fahren wir mal rüber. Ich weiß gar nicht, ob die noch eine Motorhaube in meiner Farbe haben. Das war damals so ein Sonderausstellungsmodell. Gibt's halt eine andere Farbe. Aber Leon hat sie kaputt gemacht, also müssen wir sie zahlen. Naja, er war es nicht, es war sein Fendt. Sein Traktor, oder unser Traktor, so muss man sagen. Ach so, besser sagt das Hinterrad. Wie viele Stunden hast du denn schon auf deinem Gefährt? 1,6 Stunden, wie es aussieht. Sonst lass ihn doch mal gleich vor dem Trecker stehen. Dann kriegt's einen ganz neuen. Nein. Auch mein Mahindra hat Gefühle. Er hat Gefühle. Ja. Darum sagt er mir ja auch, dass das Pink nicht unbedingt die Farbe ist, die er sich weiterhin wünscht. Und das war jetzt die Achse. Hast du doch einen neuen. Ja, ich glaube, da gibt es einen neuen. Ich einfache Weg und mir nehmen den alten. So, Wie jetzt ihr müssen wir das nur gucken. möchtet. Ah, ich glaube, da hinten kommt doch ein Schwabinger. Das kann sein. Oder fährt zumindest mal spazieren. Hat der mich eben noch in Reihe gelegt? Doch. Hat er. Ja, so ist das. Ja, schönen guten Morgen. Morgen, Herr Schwabinger. Herr Susi, guten Morgen. Guten Morgen, Herbert. Und Leon kommt auch. So früh schon unterwegs? Ja, Der mal. Tee war heute sehr gut zum Aufstehen. Die Herren kamen mal aus dem Bett. Naja. Ah, okay. Wenn Ja, man was wird denn nicht? kein Wasser hat, sondern nur Energy zum Tee aufkochen, dann ist man etwas hibbelig. Ah. aber. Ich soll den Baldrian-Tee ja auch nur 5 Minuten ziehen lassen. Ich Rebell habe aber 7 gemacht. Ach, Ach deswegen, so, aha. okay. Aber Herbert, wie Guten du Morgen siehst, zusammen. Ja, sie guten haben Morgen. rückwärts auf meinem armen Mahindra geparkt.
Also Mahindra-Reparatur auf jeden Fall auf unsere Kosten, neue Motorhaube und so. Oh oh. Und Achse vorne auch mal angucken am besten. Oh oh. Ja, wir haben ja rückwärts drauf geparkt. Moin! Oder neuen und wir nehmen den alten reparierten. Ah, das auf unsere Kosten aber. Das kriegen wir glaube ich schon wieder hin. Moin, Ape. Wie sieht das denn mit den Farben aus? Weil das war ja so eine Sonderedition in diesem Ink. Was ist denn da hinten schon wieder los? Och, frag nö. Nicht, Frag nicht, Ape, nee, weißt du mehr? Ich bin nicht da. Ich hab nur Ordnungsamt gesehen. Okay. Aber gut, dass ich euch gerade hier sehe. Markus, Leon. Maishäckseln, verdichten. Silo fahren. Wie sieht's ja aus? Wir sind halt zwei Mann. Ja. Verdichten, Silo fahren geht, aber dann wird's schwierig. Ja, dann fahre ich den Häcksler. Der Falco tut noch abfahren. Ich versuche noch mehr Leute zu kriegen zum Abfahren. Du verdichten. Bitte? Ich tue verdichten. Das wollte doch Leon gerade machen. Aber wir müssen jetzt erstmal shoppen. Oder willst du Geld verdienen oder nicht? Ja, sicher. Also. Eine Sache müssen wir auf jeden Fall machen. Der Klaas braucht mal gerade einen Service. Wäre das auf alle Fälle möglich, wenn ich euch dann anrufe? Ja. Es geht die nächsten Stunden los. Kriegen wir hin. Super, also ihr verdichtet, ich fahre euren Häcksler oder was? Ja, Häcksler wird halt dann. Wir haben selber noch nicht so viel Erfahrung mit ihm. Das wird dann quasi so. Wird schon passen. Die Jungfernfahrt. Richtig. Alles klar. Susi, hast du einen großen Anhänger? Ich habe einen Ballenanhänger. Okay, der bringt uns leider nichts. Schade. Morgen. Haben Morgen. Wir noch einen auf dem Hof, Markus? Wir haben noch zwei Hänger auf dem Hof stehen. Ich kann mal der Händler, der Vertrieb anrufen und fragen, ob ich einen zur Verfügung kriege. Hallöle. Jo, frag mal nach. Herr Schnösel ist auch wieder da. Gut, weiß Bescheid. Ich fahre mal noch zum Meier. Bis später. Jo. Bis später. Ja, Mensch, hier ist eine richtige Versammlung am hellen Morgen. Schlüssel. Was? Gib den Schilling da, den Wischern. Wo ist er denn? Da. Hier, das ist der Vertrag für mein Hotti. Vertrag fürs Hotti? Oh, oh, oh. Ja, für alle. Schlüssel. Leon, alle. Genehmigung für die Pferde ist da. Genehmigung, Mensch. Ach, das ist die Genehmigung. Ich dachte, das ist nur für mein Hotti. Ach, dein Hotti ist doch schon bezahlt, Mensch. Achso, ja gut, dann dürfen sie hier mit mehr Hotties nehmen. Aber mein Hotti muss bevorzugt behandelt werden, ne? Ja, die müssen wir halt jetzt dann alle noch voll kaufen, hä? Achso. Ich dachte, ich hab schon Hotti. Ja, Herr Schnösel, kurzes Thema. Wir haben keine Genehmigung für die Koppel gehabt, dann kann mir auch noch kein Pferd her tun. Ist egal, ich will einen Hengst. Krieg mal hin. Gut. Ah, ich krieg doch einen Hengst. Bist du nicht mehr der einzige Hengst im Stall, ha? Aber Herr Schnösel, was für eine Farbe? Schwarz. Schwarz, okay. Jo. Und, so. Herr Schwabiger. Jupp. Wir müssen uns mal über den Baum da vorne unterhalten. Das wurde sich ja mehrfach jetzt beschwert über die Tiefstände der Bäume. Und da müssten sie vielleicht mal den Ast abnehmen. Der steht nämlich auf ihrem Grundstück. Richtig. Wie, wo war Susi? Ja, der da hinten. Es ging doch darum, dass ich von einer Bekannten den Schimmel bekomme. Ja. Damit der sein Gnadenbrot kriegt. Ja. Aber die kann das ja nicht direkt liefern. Ja, dann habt ihr doch gesagt, dass ihr mir Bescheid sagt, wo ihr die anderen Pferde herholt, damit ich ihr sagen kann, wo sie den mit abgeben kann. Ja, oder wir geben dir dann Pferdeanhänger, dann kannst du es abholen oder wie auch immer. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder du sagst mir halt, wo die sind und dann könnt ihr das alles zusammen krieg mal hin bringen lassen. So. Was ist denn jetzt hin? Also muss jetzt fertig hier mit deiner mit Schwabinger wegen seinem Baum? Ja, den macht er, hat er gesagt. Mhm. Irgendwo noch was aufgefallen? Weil wir machen jetzt ja viele bei uns vor dem Ding sind auch ein paar Bäume. Bei uns bei den Ausfahrten, da muss auch mal geguckt werden, weil wenn wir da mit dem Trecker rausfahren, müssen wir fast mit dem ganzen Gewicht auf der Straße sein, bevor wir was sehen. Gut, gucken wir uns an, auf zum Schnüsselmobil. Ja, aber wenn das auf ihrem Grundstück steht, müssen sie selber drum kümmern, ne? Ja, welche, was ist denn das, was ist denn das überhaupt für eine, warten Sie? Flurstück 8, Flurstück 48.
Alles klar, Schnösel. Dankeschön. Auf. Tschüss. Achso, Tschüss. Denken Sie dran, er war Tempo 50, meine Herren, Damen. Hä? Alles gut? Dürfen Sie auf weiter erzählen, ne? Bitte schauen, Herr Reiniger. Tüdelü. Ciao, ciao. So, Herr Schwabinger, jetzt kommen wir zum Wichtigen. So, noch eins, Susi. Ja? Für dieses Gerät gibt es keine andere Lackierung. Das ist nicht mehr? Vom Hersteller ist das so angeordnet, dass es nur diese Farbe gibt. Okay. Dann ist wohl ein Sondermodell zu einem normalen Modell geworden. Wahrscheinlich. So zu sagen, ja. Egal, Haber. Du richtest so den hier durch und bestellst der Susi 9. Jo, mach ich. Zufrieden, Susi? Ja, alles gut. Achso, jetzt brauchst du ein Fahrzeug zum Hochkommen, ne? Oder ich muss mit irgendwem mitfahren von euch. Ich weiß ja nicht, wenn ihr da oben Richtung Harpe müsst. Von da aus kann ich auch gerade laufen. Aber Harpe könnte auch ein Weilchen dauern. Aber du kannst gegenüber, ist die Halle. Da steht ein Leihfahrzeug, ein Auto. Das kannst du mitnehmen. Oder so. Oder so. Oder ich frage mich mal durch, wer in die Richtung. Und wenn dein neues Gefährt da ist, dann kommst du mit dem wieder runter und nimmst deins mit. Ja, so. Kann ich ja mal den Papa anrufen in der Zeit und fragen, ob er mich mitnimmt. Moment, ich gehe mal telefonieren. Jupp. Aber wir gehen, glaube ich. Wir gehen ins Büro. Ja. Wird eine etwas längere Liste. Ja, okay. So. Stehe ich in Ihrem Weg? Ja, ich bin ein bisschen weiter geworden. So, wo ist mein Zettel? Ach, hier, okay. Schrift. Katze gefressen. Anfangen tun wir mal mit dem Wichtigsten, mit dem Tiertransport. Ah, okay. Und zwar steht in Ihrem Katalog ganz hinten der Big Master Western WCF. Ja. Dann hätte ich den Dunkelrot, Leon? Ich gucke. Ja, ich hätte gesagt Dunkelrot. Dieses, Crimson. Oder Sommer, ja. Oder Schwarz. Ich verabschiede mich dann, die Herren. Ich werde mitgenommen. Okay, bis später. Bis später, Susi. Ciao, ciao. Tschüss. Schwarz ist das Problem, dass wir zu warm da drin. Wenn wir wieder extrem Sommer haben, dann kochen uns die Pferde drin auf. Also dieses Crimson-Rot? Mit Original-Logo hätte ich jetzt gesagt. Ja, oder das Deutsch-Grün. Nee. Wenn dann Crimson, oder? Ja. Ja. Also ist das Crimson mit dem Original-Logo? Notiere. Ja. Dann gehen wir in die Kategorie Mähwerke. Einmal das Beacon. Aber als Kerrolland. Und Mähwerk. Weißt du was nochmal? Das, Im Katalog ist unter Vicon extra 732 FT drin, aber wir hätten das gern als Caroland. Okay. Das Frontmehrwerk mit 3,20 Meter. Dann natürlich dazu das passende Heckmehrwerk mit Schwadfunktion. Ja. Dann waren es noch Traktoren, ne, Andi? Leon? Jetzt wird's teuer. Ja, jetzt wird's teuer. Und groß. Was war denn deiner? Was du? Hier war's, glaub, der Deutz, ne? Ja. Also bei den Traktoren bist du was Größeres, oder? Ja, Großtraktoren. Dann gucken wir euch. Ich such grad auch.
Ach, der war der eine war unter die mittelgroße, der Deutz. Leon. Die Deutz 7er Serie war das. Deutz 7 TTV unter mittelgroßen Traktoren. Und Leon, die Ausstattung darfst du machen, weil das ist dein Vehikel. Ja, ich suche ihn gerade im Katalog. So. Solange Leon diese Bestellung vorbereitet, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.